Hey Leute, hier habe ich euch jetzt das Exodia Kraft bzw. Exodia Force mitgebracht. Exodias sind Arcanas, die man auf Sorwaffen drauf machen kann. Und ich möchte euch schon direkt mal sagen, das hier ist jetzt das erste und vorerst auch letzte Exodia, das ich euch vorstellen werde. Denn von allen Exodias war Exodia Kraft, das kann man bei Hock in Sidis kaufen, das mit Abstand interessanteste. Und selbst dieses Exodia ist immer noch grottenschlecht, um es mal so zu sagen. Vom Effekt her klingt es eigentlich cool. Bei einem Statuseffekt haben wir nämlich eine 50% Chance, 200% Waffenschaden bei Gegnern im 6 Meter Radius zu verursachen. Wir haben einen krassen Damage Falloff. Der Waffenschaden skaliert nur mit dem Base-Schaden und mit dem Combo-Counter und sonst eigentlich mit gar nichts. Und das ist nicht gut. Was am Rande betrachtet ganz interessant ist, jetzt auch nicht weltenbewegend, also man sollte es einem aber einfach nur wissen, diese Waffen, diese Zor-Arcanas skalieren auf Warframe-Fähigkeiten. Das bedeutet zum Beispiel, ich könnte das jetzt bei einem Excalibur benutzen für seine Ulti oder auch bei Valkyr benutzen für die Ulti oder auch für die ganzen anderen Nahkampf-Ultis kann man immer hier dieses Exodia benutzen und macht dann, ich wollte gerade sagen, schön Bonus-Damage, aber der Damage ist nicht mal schön. Also zumindest im Low-Level-Bereich kann man damit noch ein paar Kills machen. Das könnte unter Umständen ganz interessant sein, aber alles in allem ist das eigentlich mehr oder weniger nur eine nette kleine Spielerei. Also ich habe jetzt hier mal Level 155er Stürmer. Die sind sogar pausiert, das bedeutet, ich mache jetzt erhöhten Schaden. Achtet gleich auf so ein lautes Geräusch, so ein Knall, als würde man eine Slam-Attack machen und auch auf die anderen, damit ihr die Damage-Zahlen seht. Hier, 500 Damage. Schon wieder 500 Damage. Ich denke mal, ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Der Damage, den wir machen, das hier sind ungepanzerte Gegner, der ist lächerlich. Natürlich, die Proc-Chance ist ganz nett, aber alles in allem. Und jetzt lasst euch nicht von diesen großen gelben Zahlen irritieren, weil das Exodia kann nicht procken. Kann weder einen Statuseffekt procken, noch kann es critten. Das heißt, es zählen nur die weißen Zahlen, die ihr hier aufploppen seht. Und die sind wirklich nicht gut. Also 300 bis 500 Damage. Einmal habe ich, glaube ich, eben 700 gesehen. Von daher, nee, Leute, das ist wirklich alles andere als gut. Das gleiche kann ich euch jetzt noch ganz kurz mit Valkyr zeigen, nur damit ihr seht, dass das da wirklich drauf skaliert. Ah, hier hat man es gerade gesehen. Also da war jetzt der Effekt etwas stärker gewesen, 1200 Damage, aber immer noch ein sehr bescheidenes Ergebnis. Natürlich, ich habe ja eben schon gesagt, da skaliert noch der Combo-Counter drauf, aber zum Beispiel bei der Zor macht es für euch wirklich einen Unterschied, ob ihr bei den Gegnern jetzt 300 oder 900 Damage drückt. Ich wage zu behaupten, nein. Jetzt willst du natürlich nicht mehr brocken. Ah doch, hier ist es glaube ich gerade gebrockt, aber naja. Wie gesagt, das Ergebnis ist wirklich alles andere als sehr, sehr gut. Was aber natürlich ganz interessant ist, die Anzahl der Procs, die wir machen. Also ich sag jetzt mal hier im normalen Bild, ich nehme gerade nochmal meinen Disarm-Loki. Da werdet ihr gleich zumindest hören, wie oft es brockt. Also wirklich merken tut man es nicht. Aber wie gesagt, man hört es halt. Ich nehme jetzt zum Testen gerade mal die Level 155er Heavy Gunner. Und da müsst ihr jetzt einfach nur auf die Soundeffekte achten. So eine Waffe habe ich schon dabei. Das ist eine Polearm. Also ihr hört schon, hier fast jeder Schlag löst das Arcana aus. Und immerhin, ich mache bei dem da hinten um die 9 Damage. Das ist halt jetzt mal ein gepanzerter Gegner.
Also in dem Levelbereich reißt das wirklich absolut gar nichts. Aber ihr hört halt, wie unglaublich oft es brockt. Das ist dann schon wiederum ganz cool. Weil es ist immerhin ein bisschen Bonus-Damage, den wir für einen Platz bekommen, den wir sonst nicht anders nutzen können. Was ich euch jetzt noch zeigen könnte, zum Beispiel, wenn ich mal das Gegnerlevel hart reduziere. Statt Level 155 nehmen wir jetzt mal nur Gegnerlevel 30. Ich glaube, das waren jetzt gerade 1400 Damage, die wir gemacht haben. 82 Damage. Wow. Also ihr seht schon, 63 Damage. Selbst bei Gegner Level 30, das Ding macht gar nichts. Schon mit einem Schlag hier um die 60.000. Wenn mir jetzt meinen Arcana brockt, mache ich 119 Damage. 128, Tja, Leute, ich denke mal, das Ergebnis spricht eigentlich mehr oder minder für sich. Also, sorry, aber das Arcana ist einfach nicht gut. Und das ist jetzt in meinen Augen schon das beste Exodia, das wir haben für unsere Source. Also, im Großen und Ganzen, lasst einfach die Finger davon weg. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hierfür 100 Breath of Eidolons gebraucht und ich glaube 60 Irrlichter oder umgekehrt. 60 Breath of Eidolons und 100 Irrlichter. So oder so, es war die Arbeit absolut nicht wert. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.